So, gehen wir wieder rein. Für die brauchen wir Schleimerde. Genau, für die Schleimbäumchen brauchen wir Schleimerde. Zweimal Schleimerde. Okay. Haben wir. Und ja, nach oben hoch. Dann nachher wieder zum Schmärchen. Gucken wir nochmal, was hinkriegen, oder? Ja. Okay. Du stehst da noch, oder? Ja, ich komme. Ich will mal kurz was essen. Wo bist du? Da, wo ich dann auf war, da gehe ich jetzt wieder hin. Können wir hier später ein bisschen Erde noch was auffüllen, dann geht das ganz gut. So. Ein Schleimbäumchen. Setzen da eins hin. Brauchst du jetzt noch zwei? Oh, Sunny baut uns auch ein Schleimbäumchen. Ein gelbes, um genau zu sein. Das bauen wir da hin, so. Und dann reicht das, glaube ich. So drei Stück reicht, oder? Drei Schleimbäumchen reichen. So. Eins kannst du setzen von denen. So. Ja, mal gucken. Dann können wir später hier ein bisschen mit Erde auffüllen. Dann sieht das ganz gut aus, glaube ich. Ja, oh, wir finden ein Bäumchen. Ja, ich baue nachher einen Weg hin. Nachher oder morgen oder... Nee, morgen nicht. So. Ich weiß nicht, kann man die auch mit Knochenmehl dünnen? Weiß ich nicht. Oh, Schleimbäumchen. Ach, wie schön. Juhu, das sind meine Schleimbäume. Oh, schön. Schleimbäumchen. Mal gucken, ob ich dünnen kann. Oh, wie schön. Ein Schleimbäumchen. Wie du meine Schleimbäume. Ja, wir wollen ja auf dem Weg hier hin. Ja, den finde ich jetzt schon. So. Muss ich mir hier noch eine schöne Sitz... nicht noch ein Bier da? Ja. Okay, da ist noch ein Bier da. Okay, hier noch ein gutes Ecke machen, ja. Ja, das müssen wir mit Erde noch auffüllen. Nee, es lässt sich so. Ja, die Steinerde siehst du so, das sieht doch kacke aus. So, es wird dunkel, ich gehe zum Schmärsch zurück. Weil ich muss zum Schmärsch zurück. Wir wollen ja mal gucken, ob wir nochmal so einen Zombie-Williger da kriegen, ne? Danke, Sunny. Sieht gut aus. So, da ist ja ein Schleimbäumchen hier, okay? Ja, da muss ich noch eine schöne Ecke machen. Ja, ich baue doch einen Kies für Kinder her, okay? Na gut, heute vielleicht nicht mehr. Heute nicht mehr, du. So. Ich sitze gerade wieder im Keller. Im Keller? Wieso? Ja, Blutdruck. Oh. So, auf geht's, jetzt geht's wieder nach Eisenberge. Aua, ich bin dagegen gelaufen. So. Eisenberge. Eisenberge bin ich. Weiter geht's nach Himmelsfeld. So, Himmelsfeld bin ich wieder. Mal gucken, ob wir nochmal einen bekehren können. Vielleicht noch einen. Einen heute zum grünen Abschluss. Das wäre ja nochmal was. Wenn wir einen hier nochmal kriegen würden. Dunkel. Ich sperre die Augen auf und gucke, ob hier irgendwas spawnt. Ich hoffe, normale Zombie. Ich mache jetzt eine Kalle. Weil, wenn ich die Gläser, wo es Zombies killt, komm weiter.
Das wäre voll verkehrt. Du komm her, komm. Du auch. Ich muss die Zombies hier nur killen. Kommen sie von allen Seiten? Okay. Ja, bist du da? Ja. Oh gut, wo siehst du den? Was ist denn? Zombie. Villager brauchen wir. Wir brauchen Zombie-Villager. Da haben wir noch einen normalen. Da brauchen wir auch einen. Okay. Da ist auch noch ein normaler. Zombie. Okay. Die Waffe geht auch weiter. Nehme ich das Hackebeilchen. Wir brauchen normale Zombie-Villager. Hier wieder zwei normale Zombies, okay. Auch umgehauen. So. Wo spawnen die nächsten? Da kommt schon der nächste. Da hat man vorhin aber echt Schwein gehabt, dass wir gerade zwei Stück gekriegt haben. Jetzt kriegen wir keinen einzigen mehr, oder? Oh, euch ignoriere ich jetzt mal. Weil ich möchte ganz einfach. Einfach Zombie-Villager haben und keine Creeper. So, beseitigt. Um mit Schokis Worten zu sagen. Ja. Oh, heute auch gar nicht von Schokis. Was hast du denn? Weiß auch, es gerade so Erbe im Keller. Oh, wenn ich gehe raus. Ja, mach ich jetzt auch mal was gucken. Ich geh mal kurz was safe und dann komm ich gleich wieder, ja? Ja, mach das. Mit dem Sunny habe ich hier alles im Griff. Ja? Oh, hier ist ein Element-Treffer. Gott, habe ich gerade aufgeräumt hier. Und ich bin hier wieder. Oh, Misty. Ja, dann kann ich mit den Enderman auch nochmal. Ja? So, ich wollte mal Fersengeld geben. Ich muss hier nochmal was essen, sonst krepiere ich hier nämlich bald. Zombie Villager. Haben wir einen gekriegt? Immer noch nicht, ja? Nein, bis jetzt noch nicht. Warum nicht? Wo sind die Viecher schon wieder?
2 haben noch das Wohnungsangebot noch angenommen beim Schmersch. Er hat es noch nachgebessert. Er hat mir noch gesagt, die Anzeige aufgeben muss. Was ist das denn? Ach, das ist der Schatten. Scheiße, da nicht so lang. Spring ja nicht schnell vorbei. Ich fasse es ja nicht. Also mit dem Hackerbike ist man nicht so flink und agil wie mit dem Stoßding. Kannst du sagen, was willst? Tut zwar nicht zur Sache, ist aber so. So, was haben wir hier das Neue? Zombies. Zombies on Mars. Sehr gut. Ist hier ein sogenannter Zombie-Villager dabei? Auswahlverfahren, du nicht. Du bist nicht gut. Du bist auch außen vor. Du auch. Okay. Das waren jetzt 7 Stück, die wir nicht gebrauchen konnten. Na super, hier Pfeile brauchen wir auch nicht. Da ist noch ein Zombie. Eben sei mal ganz schön mal so gesagt. So, also eine Nacht können wir zeitlich noch abwarten hier. Ja, können wir gerne machen. Jetzt haben wir noch einen Tagmodus. Und dann die Nacht, und dann wieder Tag ist, dann ist ja auch schon viel Zeit rum, ne? Ja, dann ist die Zeit schon. Bis dann, Sunny, hat Spaß gemacht. Ciao. Tschüss. Ich glaube, das hat jetzt einmal einen Tinkersbogen ausprobiert. Ja, hier kriegen wir für Tag, hier ist nichts mehr. Dann können wir wieder nach oben gehen. Beseitigt. Allen Randfleisch jetzt nicht brauchen, schmeißt einfach wieder ins Wasser rein. Pfeile brauche ich nicht. Alte abgenutzte Bögen brauche ich nicht. Oh, ich habe 3 Innerperlen. So, gehen wir mal nach hier oben hoch. Ich habe jetzt ganz viele Creeperköpfe und sowas. Wollen die irgendwann hier in den Häusern anbringen? Ich weiß nicht wo, überall. Als Abschreckung irgendwo? Ja. Hier ein Skelettkopf. Den Skelettkopf mache ich hier oben drüber, wo die Werkstatt ist. Das finde ich gut. Jetzt haben wir aber was 5 mit Zombies. Das ist ja so eine verruchte hier Gegend hier. Doch was. Ja, das ist schon gut. Ich denke mal, das können wir so machen. Cool. Also Zeichen, Vorsicht, seid vorsichtig, Freunde. Hier wird ordentlich hier drauf rumgehackt. So, jetzt haben wir noch 2 Creeper. Köpfe. Hier so ranbauen. So. Cool, gefällt mir. Hat was. Sieht sehr gut aus. Wenn ich jetzt schon mal hier bin, wenn wir jetzt schon mal hier sind, könnt ihr mal gucken. Du bist ein Creeper. Okay. Der kommt mit. Der Saubkreuz.
Ich hab's ja gesagt. Dann nutzen wir doch mal die Zeit hin. Das finde ich gut. Müssen wir hier jetzt nur noch mal eine Tür einbauen. Zwei Stück. Genau. Haben wir jetzt hier noch mal zwei Türen. Okay, hast du noch zwei Türen im Petto, oder? Muss ich gucken. Okay, müssen wir uns die bauen. Nein. Dass wir in der letzten Nacht dann noch ein bisschen was finden, ne? Oh, bestimmt. Wir müssen hier Sand jetzt holen. Wenn wir nichts finden, na gut, dann ist das halt leider so. Und auch hier. Machen wir gleich zwei Glasscheiben. Wir haben hier einen Ofen hier hingebaut. Den wir jetzt damit füttern. So mit 10, das reicht. Hier können wir schon Material verstauen, was man so braucht, ne? Was der Leomann alles so braucht. So, noch irgendwas. Vielleicht ein nice Cobblestone hier. Rein da. Weil der Schmerz baut ja gerne mit nice hier. So. Ich finde den Schornstein mal klasse. Guck mal, wie das hier raucht. Klasse. Ich finde das gut. Ich finde das auch klasse. Ich finde das total gut. Mal 3. Wie baut man denn Fensterscheiben? Brauche 6 von denen, dann geht das. Okay. Das ist einfach. Brauche 6 von denen. 3 habe ich schon. 1 brauche ich noch. Okay. Dann nehme ich die 4 Sand wieder raus. Ich habe hier 6. Dann bauen wir ganz schnell Fensterscheiben oben an. Boah, wir bauen hier richtig was hin hier. Meine Güte, ey. Ja. Das geht auf keine Kuhhaut. So, dann sollen wir das Ganze so machen. Ah, es kommt Wind auf. Es wird eine kühle Nacht wieder draußen. Ich merke es am Fenster. Oh, das ist so schön. Das Fenster ist ja kippt. Ich spüre einen kühlen Lufthauch an meinem Arm entlang. Herrlich, eine erholsame Nacht. Auf jeden Fall. Wir werden eh wieder eine warme Nächte kriegen. Ja. Das war wieder eingehen wie die Pummel ohne Wasser. So, jetzt hat diese Hütte auch. Die Tür wollte ich noch bauen. Irgendwo grundsätzlich wieder ein Zombie. Ich weiß zwar nicht woher. Ich habe ihn gehört. So, hier legen wir jetzt die andere Sache auch nochmal ab. Ich mache gerade fermentierte Spinnenaugen wieder für unsere Tränke. Okay. Ich brauche mal Holz. Für Türen. So. Türen habe ich. Was? Das ist krepiert? Okay, gut.
Ein langer Gang. Hoffentlich hier nicht angegriffen. Nein. Sehr gut. Das ist eine Spinne. Spinnchen? Da sind sie mit krepiert. Okay. Gut. Oh, ich komme jetzt. Wo ist jetzt die Spinne hin? Da ist sie. Spinne ist tot. Ich weiß nicht. Schubidubidu. Wo war das hier unten? Aua. Nur mal warten, bis Nacht wird, ne? Ja, nach der Nacht gehen wir zurück und dann ist das für heute erledigt. Entschuldigung, ich bin gerade vorbei durchgelaufen. Macht doch nichts. Okay. Schön, Schleicherköpfe. Auf die Lauer beseitigen. Macht das. Ups, das war jetzt nicht so gut. Weil da sind. Ist der Stein wieder hin. Okay. Du hast noch einen Apfel? Ja. Du musst nächstes Mal. Mal wieder Minecraft spielen, wieder Goldäpfel produzieren. Davon habe ich noch reichlich. Das brauche ich nicht. Ja, also im Vorrat brauche ich die. Achso, gut. Das können wir wieder hier unten ablegen. Da, wo das Skelettschild ist, das ist das Lager. Kleine Edelsbrücken. Ja, wissen wir ja. Das ist eine Enderperle für Schmerz, die uns da geliehen hat für seinen Wegpoint hier. Ja, sieht doch einfach so schlecht aus. Mal gucken, wo sind die Schleicher? Sind die noch da oben irgendwo? Oder haben sie sich irgendwo anders nicht hin verdrückt? Das ist eine Kuh. Meinst du die kleinen Süßen? Ja, ich guck mal nach den kleinen Süßen, ob die hier oben noch drin sind. Ja, hier sind sie nicht mehr drin. Wo sind sie denn jetzt schon wieder hin? Ohne dass sie weg sind. Ich hoffe da ja wohl nicht, ne? Ich hoffe auch nicht, ne? Sind sie auch nicht? Die Tür steht offen. Sind die einfach rausgelaufen, die Blödmänner? Hier steht alles offen. Ich sehe sie nicht. Wo sind sie? Die Türen sind hier offen. Nee, ne? Dass sie. Nicht, dass sie da hier irgendwo. Weil ich höre sie nicht. Sonst hört man sie immer. Ja. Aber gut, das Gelände ist ja auch sehr weitläufig. Hier höre ich irgend so ein Heidi Klum Model. Warum sind die weg? Ich höre sie nicht. Hörst du sie irgendwo? Ich bin gerade unten. Achso. Ich hoffe, dass ein Zombie-Villager kommt. Okay. Ja, und ich finde die nicht mehr. Die sind weg. Okay, jetzt sag nicht die ganze Mühe sonst hier. Hier ist sie irgendwo außen rumgelaufen sind. Wo eh kein Schwein hingeht, weißt du?
Weil die Türen standen hinten beide sperrangelweit offen. Oder irgendjemand hat die offen gelassen, kann ich dir auch sagen. Ich sehe sie einfach nicht mehr. Du siehst sie auch nicht, oder? Hm. Ich finde das jetzt echt ein bisschen ganz schön doof. Wir haben da so einen schönen Brunnen hingebaut und alles. Dann wollen die hier nicht wohnen? Freunde, das geht nicht. Das kann ich so nicht durchgehen lassen. Soll ich mal mit runterkommen zu du? Nee, passt schon, passt schon, passt schon. Ich hab die leider nicht ganz so gehört. Ich finde das ein bisschen deprimierend, ehrlich gesagt. Dass sie wieder angegriffen worden sind. Na, kann alles passiert sein. Oder haben sie sich irgendwo in der Burg sich verkrochen? Kann ja auch sein. Wo sind die Villager? Wo sind die Zombies? Die Zombie-Villager. Am besten noch zwei Stück, jeder halt rein. Das wäre genial. Hätte ich nichts dagegen, weißt du das? Oder da was rum, da ist ein Schleicher. Na, Frauchenklopfer ist klasse, ne? Ja. Ich glaube, jetzt gehen wir leer aus. Aber wo sind sie? Wo sind sie hingegangen, die beiden anderen? Aber hättest du ja unten in der Gegend sein müssen, wo der Brunnen ist, bin ich der Meinung. Ist der Brunnen vielleicht verkehrt gebaut? Ist da irgendwelche noch Vorkommnisse haben? Und ich gucke dann mal am Ende des Streams mal, wie der Brunnen auszusehen hat. Und dann sehen wir es ja. Auf jeden Fall waren wir schon mal erfolgreich. Wir haben zwei geheilt. Wo sie jetzt abgeblieben sind? Tja, gute Frage, nächste Frage. Bräuchten wir einen Mod, um Villager aufspüren zu können. Ja. Jetzt sehe ich eine Überzahl an Spinnen und sowas. Du siehst so ein bisschen aus wie sowas Gepiekstes. Ja. Okay. Da hat er eine ganz schöne Bergfestung oben drauf gebaut. Oh ja. Das war, wenn wir irgendwann neu beginnen sollen, vielleicht bauen wir uns auch schon eine riesige Bergfestung. Das wäre auch mal geil, wa? So einen schönen Berg suchen, eine Bergfestung draufbauen. Ja. Aber warum denkst du denn jetzt an Neubeginn? Nö, nur noch, falls wir irgendwann sein müssen. Weil ich habe ja noch einen zweiten Server. Ich möchte gerne zwei Zombie-Villager haben. Du bist falsch. Dich bitte, du bist falsch. Du bist eine Spinne. Du bist sowas von verkehrt. Und du bist auch der falsche Villager. Der falsche Zombie. Leute, müssen wir die mal abschlachten, da sind die zwei.
ein Spawn der Leute. Oh, du blutest ja auch noch mal, Kerl. Schau mich an. Okay, machst du so. Da kommt ein Zombie-Villager, glaube ich. Guck mal da oben, oder? Was ist das? Ja! Ja, den holen wir uns. Vorsicht! Da kommt ein Zombie-Villager, den holen wir uns. Den gehen wir mal nach oben, ja? Mach mal. Der folgt dir, komm her, ab zur Burg. Der folgt dir zur Burg. Los, komm her. Okay, er kommt. Sehr schön. Er kommt. Gut. Geh mal weiter. Kommt er weiter? Ja, ne? Ja, er kommt. Okay. Ich hab alle Sachen parat dann, ne? Dafür ihn. Ja. Okay, er kommt. Sehr schön. Du. Komm. Lecker Medizin, komm. Lecker Medizin. Ja, ich weiß, es wird schwer. Muss ich da hochgehen, ich weiß. Liegt ja nicht, ne? Ja, er kommt. Ich finde das klasse. Willst du mal heilen? Ich heile ihn, ja. Okay. Ich würde noch weiter versuchen anzugreifen, wie gesagt. Ich geh mal hier oben hoch. Na komm. Tut doch gar nicht weh. Komm her, komm. Jetzt muss ich wieder hier so einen Laufe machen. Ja, mein Kleiner, ich weiß, Medizin ist doof, tut weh. Zombie sein ist viel schöner. Ja, feines Kerlchen. Komm her, komm. Na komm. Weiß ich nicht. Aber weg sein können sie aber nicht. Nee, müssen irgendwo müssen sie sein. Jetzt verbrennt er nochmal. Was? Verbrennt? Ja, verbrennt er. Schade, er ist gestorben. Oh nein. Ja, weil die Sonne kam. Scheiße. Ah! Verdammt! Ah, dann müssen wir nächstes Mal wieder machen. Die Sonne kam zu früh. Wir werden ihn irgendwo reinbringen müssen, einsperren und dann ist gut. Mistiger welcher. Ich hab ja noch trinken. Stimmt, ich hätte mich hier ins Haus gehen müssen. Tür zu machen und hier durchgehen. Scheiße. Dann wäre nichts passiert. Oh, das wäre der dritte gewesen. Ja. Nächstes Mal mache ich nochmal Knurrijagd, ja? Ich gucke mal nach oben hoch, ob die jetzt da oben wieder irgendwo sind. Ich finde die nicht. Wir waren vorhin beide hier oben. Sind sie ganz oben? Nein. Wo sind die beiden hin? Ich bin zu dem Turm hingegangen. Hier ist auch nichts. Nein. So wie die beiden anderen sind, weiß ich leider nicht. Wir sind nirgendwo zu sehen. Was?
Sehen da irgendwo Monster? Schade, die hätten wir heilen können. So, ich hätte da unten runtergehen müssen. Hier runter vielleicht. Zombie, okay. Okay, alles klar. Ich muss ihn erlösen. Habt ihr gesehen, ne? Dein Süßen. Nächstes Mal können wir den einsperren, dann haben wir es einfach. Hab ich nicht dran gedacht. Oh Mann, ich kann mich in den Arsch beißen, weißt du das? Ja, dann machen wir es nächstes Mal. Aber ich weiß nicht, wo jetzt die anderen sind. Also, keinerlei Ahnung. Okay, wollen wir dann wieder nach Hause gehen? Ja. So, okay, ab nach Eisenberge. Dann nach Waldläufer. Dann nach Waldläufer, genau. So, und dann nach Waldläufer. Zack. So. Halt, da müssen wir noch hin. Hier müssen wir hin. So, wo ist Schoki? Kommt jetzt. Oh, die ist noch shoppen. Ich wusste es doch. Und Fluppi. Ich sitze. Jetzt warten wir auf Schoki. Na, wo bleibt Schoki? Wird eben schnell ab und dann kommt sie auch. Kannst du dann nachabladen? Oh, ich komme. Mhm. Sehr schön. Da ist sie. So. Wir haben zwei Zombie-Villager geheilt. Wo sie abgeblieben sind? Keine Ahnung. Wir müssen eine Vermisstenmeldung aufgeben, wenn wir sie nach 24 Stunden nicht wiedergefunden haben. Ja, genau. Und dann? Oh. Alles weiter geht gut. Schurke hat endlich ihre Schleimbäumchen. Ja, sie hat endlich ihre Schleimbäumchen. Und damit sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.